Herzlich willkommen bei Immobooks, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema wirksame ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses durch den Mieter und erfahren, was ein Mieter alles über das Thema wissen sollte und welche Fehler er vermeiden sollte. In unserem Fall hat der Mieter Hans Schläfer eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Speckweg 155 in Mannheim gemietet. Der Mietvertrag ist unbefristet. Der Mieter Schläfer will umziehen und unterschreibt am 3. Mai den Mietvertrag für seine neue Wohnung, die zum 1. August bezugsfertig ist, und will deshalb sein bisheriges Mietverhältnis im Speckweg 155 zu Mietende 31. Juli kündigen. Schließlich will er nicht doppelt Miete zahlen. Der erfahrene Mieter Schläfer weiß, dass viele Kündigungsschreiben von Mietern inhaltliche und formale Fehler aufweisen, mit der Folge, dass die Kündigung eigentlich unwirksam ist und dann der Mieter länger Miete zahlen muss, als ihm lieb ist, falls die alte Wohnung nicht rechtzeitig weitervermietet ist und der Vermieter dies geschickt ausnutzt. Das Lehrgeld will sich der Mieter Schläfer gerne ersparen. Wenn er kündigt, dann kündigt er wirksam und überlegt. Der Mieter Schläfer weiß, dass auch die ordentliche Kündigung des Mieters eine einseitige, empfangsbedürftige, rechtsgestaltende Willenserklärung ist, die der Schriftform bedarf, gemäß dem § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Einseitig, weil nur der Mieter Schläfer ohne Einflussmöglichkeit der Vermieterin die Kündigung des Mietverhältnisses ausspricht. Empfangsbedürftig, weil die Vermieterin gnadenlos das Kündigungsschreiben tatsächlich auch zugehen muss, und zwar persönlich oder an die im Mietvertrag genannte Vermieteradresse. Die Nachweispflicht liegt beim Mieter Schläfer. Also sollte man aus Nachweisgründen das Kündigungsschreiben zusammen mit einem Zeugen oder per Boten dem Vermieter persönlich zustellen oder in dessen Briefkasten einwerfen lassen. Beim Einwurf in den Briefkasten ist zu beachten: Die Kündigung gilt spätestens als zugestellt am folgenden Werktag nach Einwurf in den Briefkasten, da es als geschäftsüblich angesehen wird, dass der Briefkasten mindestens einmal täglich geleert wird. Der Samstag zählt als Werktag. Sonn- und Feiertage sind keine Werktage. Die Kündigung muss in schriftlicher Form mit Unterschrift aller Mieter laut Mietvertrag erfolgen, gemäß § 568 BGB und an alle Vermieter laut Mietvertrag gerichtet sein. Im § 568 BGB ist nachzulesen, die Kündigung des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form. In § 126 BGB ist ausgeführt, was die Schriftform ist. Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet werden. Dies gilt auch für die Kündigung. Wird diese Schriftform nicht eingehalten, führt dies zur Nichtigkeit wegen Formmangels. Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. So ist dies in § 125 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nachzulesen. Um der Schriftform gemäß § 126 des BGB zu genügen und keine Missverständnisse über die Mietsache und das Mietende aufkommen zu lassen, empfiehlt es sich als Mieter, als Minimalanforderung auf ein Blatt Papier, das erkennbar an den Vermieter gerichtet ist, lesbar zu schreiben: Hiermit kündige ich mein Mietverhältnis mit Nennung Anschrift bzw. Lage der Mietwohnung, des Beendigungszeitpunktes und persönlich mit Namen zu unterschreiben. Kündigungen per Telegramm, per SMS, per E-Mail oder per Fax entsprechen nicht der Schriftform und sind somit unwirksam. Begründen muss der Mieter Schläfer seine ordentliche Kündigung nicht. Die Kündigung ist rechtsgestaltend, aber nur, wenn sie auch wirksam ist, also den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Ansonsten ist sie nichtig. Eine einmal erklärte wirksame Kündigung kann nicht mehr einseitig vom Mieter Schläfer zurückgenommen werden,
falls sich zum Beispiel der Bezugstermin für die neue Wohnung verschieben sollte. Die Kündigung und die daran anschließenden Rechtsfolgen wie fristgerechte Räumung der Wohnung, Duldung der Besichtigung durch Mietinteressenten gemäß mietvertraglicher Vereinbarung gelten dauerhaft. Also sollte eine Kündigung immer gut überlegt sein. Der Vermieter hat kein Widerspruchsrecht gegen die ordentliche Kündigung des Mieters, wie sie dem Mieter gemäß § 574 des BGB zusteht. Bei einer ordentlichen Kündigung ist zu unterscheiden zwischen dem Kündigungstag, also dem Tag, an dem der Vermieterin das Kündigungsschreiben auch zugegangen ist, dem Kündigungstermin, also dem Tag, an dem das Mietverhältnis auch tatsächlich beendet ist, und der Kündigungsfrist, also dem Zeitraum, der zwischen Kündigungstag und Kündigungstermin liegt. Ist die Mietzeit nicht bestimmt, also wie in unserem Fall das Mietverhältnis unbefristet, kann jede Mietvertragspartei das Mietverhältnis nach den gesetzlichen Vorschriften gemäß § 542 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kündigen. Die für unseren Fall zutreffenden gesetzlichen Vorschriften für die ordentliche Kündigung des Mieterschläfers finden sich in § 573c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Fristen der ordentlichen Kündigung. Demnach ist die Kündigung spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Was nichts anderes heißt, dass die ordentliche Kündigungsfrist des Mieterschläfer 3 Monate beträgt und dabei der Mieterschläfer die Kündigung noch bis zum dritten Werktag des ersten Monats erklären kann. Hierbei ist zu beachten, der Samstag gilt als Werktag. Sonn- und Feiertage sind keine Werktage. Ist allerdings der dritte Werktag des Monats ein Samstag, ist umstritten, ob nicht der Samstag als dritter Werktag, sondern der darauffolgende Werktag als dritter Werktag zählt, also der folgende Montag. Und wenn der ein Feiertag ist, der dann folgende Werktag Dienstag. Also das Kündigungsschreiben am besten spätestens am zweiten Werktag beim Vermieter einwerfen oder spätestens am ersten Werktag bei der Post aufgeben, als Einwurf einschreiben. Was bedeutet dies für unseren Fall? Nachdem der Mieterschläfer das Kündigungsschreiben am Sonntag, den 4. Mai 2014, eingeworfen hat, der 1. Mai ein Feiertag ist, ist Montag, der 5. Mai, der dritte Werktag im Monat Mai, also der letzte Termin, an dem das Kündigungsschreiben der Vermieterin gnadenlos zugegangen sein muss, damit das Mietverhältnis unter Beachtung der 3-monatigen Kündigungsfrist tatsächlich auch zum Wunschtermin des Mieterschläfers, dem 31. Juli, endet. Da die Kündigung des Mieterschläfers eine einseitige Willenserklärung ist, muss die Vermieterin gnadenlos den Empfang der Kündigung weder bestätigen noch das Kündigungsschreiben irgendwie beantworten. Um seine Mieterinteressen bestmöglich zu bewahren und die Vermieterin zu einer Reaktion zu bewegen, erklärt er nicht nur die Kündigung und nennt das Mietende, sondern schlägt auch einen Abnahmetermin für die Wohnung vor, da er als Mieter für die frist- und vertragsgerechte Rückgabe der Mietsache verantwortlich ist. Auch schreibt er deutlich, wie er sich die Besichtigung der Wohnung durch Mietinteressenten vorstellt, die er nach Erklärung der Kündigung dulden und auch ermöglichen muss. Sonst macht er sich als Mieter womöglich schadensersatzpflichtig. Weiterhin nennt er seine neue Anschrift nach dem Umzug und auch seine aktuelle Bankverbindung. Schließlich will er schnellstmöglich seine bei Mietbeginn hinterlegte Kaution wieder und auch mögliche Guthaben aus noch ausstehenden Betriebskostenabrechnungen. Deshalb verfasst der Mieterschläfer das folgende an die Vermieterin gnadenlos adressierte Kündigungsschreiben, in dem jeder Satz seinen speziellen Sinn hat. Er nennt das Datum, er nennt das Mietverhältnis, er nennt den Mietvertrag und mit großen Lettern kündigt er an Kündigung. Zunächst erklärt er die Kündigung und dann das weitere Prozedere. Hiermit kündige ich mein oben genanntes Mietverhältnis. Das Mietverhältnis endet somit unter Beachtung der gesetzlichen Kündigungsfrist am 31. Juli 2014.
Als möglichen Termin für die Übergabe der Wohnung schlage ich Ihnen den 31. Juli 2014 um 16 Uhr vor und bitte um Terminbestätigung. Termine zur Besichtigung der Wohnung durch Mietinteressenten stimmen Sie bitte einzeln, schriftlich oder telefonisch unter dieser Rufnummer mit mir ab. Dann teilt er seine neue Anschrift und seine aktuelle Bankverbindung mit. Meine neue Anschrift für die Zusendung noch ausstehender Betriebskostenabrechnung und der Kautionsabrechnung lautet ab 1. August Lupinenweg 99 in Mannheim. Meine aktuelle Bankverbindung für die Erstattung der Kaution lautet Kontonummer bei der Sparkasse Neckarstadt. Abschließend unterschreibt er noch mit Namen, um der Schriftform zu genügen, und lässt, wie gesagt, das Kündigungsschreiben der Vermieterin gnadenlos per Boten zugehen. Sicher ist sicher. Doch wie geht es weiter in unserem Fall? Die korrekte Vermieterin gnadenlos bestätigt schriftlich den Eingang des Kündigungsschreibens, bestätigt das Mietende 31. Juli und den Abnahmetermin um 16 Uhr und schickt dem Mieter Schläfer noch ein paar Selbstauskunftsformulare zu, die mögliche Mietinteressenten ausfüllen und an die Vermieterin zurücksenden können. Ein neuer Mieter für die Wohnung im Speckweg 155 findet sich schnell und alles läuft bestens, bis der Mieter Schläfer erfährt, dass der Bauträger, der seine neue Wohnung bis zum 1. August fertigstellen sollte, Insolvenz angemeldet hat und der Bau bis auf Weiteres ruht. Mietvertrag hin oder her. Dumm gelaufen für den Mieter Schläfer. Was jetzt? Einfach in der alten Wohnung bleiben oder gar für teures Geld ins Hotel ziehen? Aber das ist Thema eines anderen Ratgebervideos. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobooks@t-online.de oder Sie besuchen unsere Website immobooks.de. Dort finden Sie ein mögliches Kündigungsschreiben für eine wirksame, ordentliche Kündigung, auch als PDF-Datei. Abschließend wünschen wir noch eine gute Zeit. Tschüss, Ihr Immobooks-Team.